bin gerade geflasht von dem Garten. Der ist so toll und wirklich so viele kreative Ideen. Bei der offenen Pforte Hannover öffnen Privatleute ihr Reich für Besucher. Darunter sind Gartenhighlights mit riesigen Staudenflächen. Sensationell, ich finde das ganz super arrangiert. Einer exquisiten Ahornsammlung oder mit einem artenreichen, summenden Naturgarten. Insekten freuen sich, Käfer freuen sich. Eine Hornisse war auch schon mal da und hat sich Zellulose geholt. Ob Gemeinschaftsgarten oder umgestaltete Gärtnerei. Die Vielfalt und Schönheit der offenen Pforten ist erstaunlich. Und unzählige Besucher nutzen hier jährlich ihre Chance auf Überraschungen im Grünen. Kann man hier durchgehen? Oh je, ihr könnt so richtig, hier, das ist richtig, das ist ja geil. In diesem Jahr geht die Idee der offenen Pforte Hannover in ihre 30. Saison. Die erfahrenen Gärtner sind stolz, ihre Traumreiche zu zeigen. Sie wollen sich austauschen und ihre Gäste inspirieren. So wie hier in Hannover-Langenhagen. Mein Mann, müssen nur gucken, um eine Ecke rum hat er so Ramonen, das ist nämlich seine Lieblingspflanze. Da hat man gesehen, jetzt, da haben die bei den Pflanztagen so ein kleines Pöttchen 40 Euro. Ne? Oh, wenn sie sehen, wie viel wir haben, dann geht schon wieder 1000. Ja, zeige ich Ihnen gerne. Ja, das sind so diese Primeln eben und das ist so eine ganz besondere, die kommen aus den Pyrenäen. Mhm. Und wir hatten die in unserem auch Reihenhausgarten, hatten wir eben auch schon welche. Das ist auch mit ein Grund, warum wir jetzt zu dieser Jahreszeit die offene Pforte machen, weil sie eben jetzt gerade blühen. Mitte Mai. Helga Kiesling und ihr Mann Rüdiger haben zu ihrer offenen Pforte eingeladen. Jeder, der Lust hat, kann sich ihre grüne Welt ansehen, die eine ganz besondere Attraktion bietet. Nämlich Rüdiger Kieslings Ahorne. Rund 120 Exemplare besitzt er, in unterschiedlichen Größen und in 40 verschiedenen Arten und Sorten. Diese Vielfalt, die hat mich beeindruckt. Und die Blätter sind anders, die Rinde ist anders, die Einschnitte sind anders. Es sind gekräuselte Blätter, die Farbe sowieso. Ja, und wenn man da erstmal Blut geleckt hat, dann das ist wie eine Sucht. Dann kennt man nachher die Gärtnereien in der Umgebung. Wir waren ja mit meiner Frau waren wir in Holland und haben dann da Ahorne geholt. Ne? Also da kann man also wirklich süchtig werden, sage ich mal. Die Kieslings gestalten ihren Garten seit 13 Jahren. Neben den Ahornen wachsen hier auch andere Schönheiten. Aber die sind nicht ganz so sehr Herzenssache. Das Ehepaar öffnet seinen Garten nur einmal im Jahr. Immer im Mai. Und dann tauscht man sich aus. Oh, danke. Wie sie heißen, weiß ich immer noch nicht. Ich habe in etliche Bücher geguckt, finde ich nicht. Ja, müssen wir mal sehen. Das ist vielleicht eine Rarität. Oh. Also wenn sie richtig schön angewachsen sind und sie fangen an zu blühen, dann schön gelb. Ach so. Ja, aber so kleine gelbe Blüten. Ja, sieht aber wirklich hübsch aus. Ja, ja. Nee, wunderbar. Ja. Schönen Dank. Bitte. Ja. Bitte, bitte. Ihr kennt euch ja aus. Ja, ja. Ja. Danke. Sagen Sie, diese Kugeln, die haben wir dieses Jahr das erste Mal bei uns im Garten. Ja. Wie lange blühen die? Drei, vier Wochen, sag ich mal. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und dann schneiden Sie die ab? Ja, ja, dann schneide ich die ab. Aber manchmal die Zwiebeln kann auch, lassen Sie drin? Ja, die Zwiebeln lasse ich drin. Manchmal kommen auch wieder und manchmal hat man auch Blühmäuse oder so, dann sind sie weg. Aber ich setze eigentlich jedes Jahr auch wieder neue. Sogar an Kaffee und Kuchen ist gedacht. Schöne Gärten machen schließlich Appetit. Aber die Besucher kommen vor allem wegen der Pflanzen hierher. Wir haben zwei Ahornbäume jetzt da. Und deswegen interessiert man sich schon dafür. Dann. Man leckt Blut. Also Ideen bekomme ich schon, aber von der Größe her ist das bei uns natürlich nicht machbar. Das ist nur ein Reihenhausgarten. Aber was mir sehr gefällt, das ist das stufig angelegte mit den Steinen. Und ich liebe Steine. Also ich muss hier meine Finger bei mir behalten. So wie die Kieslings zeigen rund 140 Besitzer in und um Hannover ihre Gärten. Und natürlich nicht nur hier. Im ganzen Norden gibt es Gartenbegeisterte, die andere zu sich einladen. Vom Frühling bis in den Herbst. Der Eintritt ist meist kostenlos, denn ums Geld geht es hier nicht. Gespräche mit den Leuten, das finde ich, ist das Interessante. Das ist das, was Spaß macht. So, ne?
man merkt gleich, da ist einer, der hat ein bisschen mehr Ahnung davon und so weiter. Der möchte das und das wissen, der möchte sich selbst einen Garten anlegen und so weiter. Das ist, macht also Spaß, sich da so mit den Leuten auseinanderzusetzen. So. Und die meisten sind auch doch erstaunt, wie viele Ahorne es gibt. Und in so einer Anzahl hat es, glaube ich, in einem Privatgarten noch niemand gesehen. Und das ist eben auch, ja, wir freuen uns darüber. Helga und Rüdiger Kiesling aus Langenhagen haben ihren großen Gartentag fast hinter sich. Für andere gehen jetzt im Mai die Vorbereitungen auf ihre offene Pforte erst richtig los. So wie in diesem Garten in Großmunzel, westlich von Hannover. Quadratmeter. Und nur eine Frau erledigt fast die gesamte Arbeit. Alexandra Pristin ist eine tatkräftige Gärtnerin. In jeder freien Minute ist sie hier. Ich liebe die Arbeit im Garten. Ganz einfach. Ich bin einfach glücklich, wenn ich die Erde in den Händen halten kann. Und wenn ich umgrabe, macht das mir überhaupt nicht aus. Die Erde hier ist sehr locker, sehr schön. Also ich bin begeistert, das macht mir unheimlich viel Spaß. Dies ist der letzte Bereich im Garten, den Alexandra Pristin noch nicht im Griff hat. Wuchernde Astern müssen raus und neue Stauden hinein ins Beet. Im Garten herrscht Arbeitsteilung. Hans Pristin hat nichts mit den Pflanzen zu tun, aber mit den Pflasterarbeiten. Seht ihr hier die Steine? Oh, das passt sich gut. Hinschütten? Genau, mach das. Ich hoffe, dass sie reichen werden. Ich glaube nicht, du musst noch mal heulen. Gut, kein Problem. Sehr schön. Das sind Steine, mit denen wir das neue Beet begrenzen werden. Das Beet wird etwas erhöht mit unserem Kompost, was wir in Übermaßen haben. Und zwischen den Euphorbien und dem neuen Schattenbeet wird ein kleiner Weg sich schlendern. Das wird ganz hübsch. Dann hole ich neue Steine. Super. Alexandra ist IT-Expertin und der Garten ihr Kontrastprogramm. Vor 20 Jahren hatte sie noch keine Ahnung vom Gärtnern. Die hat sie sich angelesen, als sie mit einem Beinbruch herumsaß und ihren Garten ins Visier nahm. Vom Millimeterpapier aus übertrug sie später ihre Pläne nach draußen. Schon bald war ihr Ziel, auch Gäste hierher einzuladen. Für die hat sie eine Kunstausstellung geplant. Ein Bildhauer hat seine Objekte schon aufgestellt. Den zweiten erwarten die Pristins noch. Die festliche Ausstellungseröffnung wird viele Besucher anlocken. Ja, das ist meine zweite Leidenschaft. Kunst und Garten gehören für mich zusammen. Und ich finde das ganz toll, dass ich mit anderen Menschen auch darüber sprechen kann, dass wir uns austauschen und dass wir über die Kunstwerke gemeinsam diskutieren können. Das finde ich toll. Für ihr neues Beet möchte Alexandra noch Stauden besorgen. Die Pflanzentage im Stadtpark von Hannover gehören zu ihren Lieblingsadressen, wenn es darum geht. Der Markt ist voller Pflanzenspezialitäten, die man sonst nicht so leicht bekommt. Und irgendwie besorgt sie immer ein paar mehr, als sie eigentlich braucht. Unter ihren Schätzen sind oft Schattenstauden, aber auch solche duftenden Strauchpäonien. Diese hat sie sogar vorbestellt. Alexandra teilt ihren Garten gern mit ihren Besuchern. Aber bei der Gestaltung will sie nicht andere beeindrucken, sondern sich selbst treu bleiben. Ich freue mich vor allem, dass man das sehen möchte, dass ich gepflanzt habe und was ich zusammengestellt habe. Ich kaufe für mein Gefühl und für eben die Bilder, die ich selber sehen möchte. Aber ich kaufe nicht für jemanden anderen.
Trotzdem soll ihr Garten in Bestform sein, wenn sie seine Pforten im Sommer öffnet. In den meisten offenen Gärten wachsen Zierpflanzen, die ursprünglich aus fernen Ländern stammen. In diesem naturnahen Garten ist das anders. Was andere für Unkraut halten, ist hier heiß begehrt. Heimische Wildpflanzen. Spitzwegerich, Löwenzahn, Sauerampfer. Mein Schatz, das Wetter ist gut, wir vergnügen uns im Garten. Ja, was du, blüht in dem Augenblick? Du deine Sprüche. Der Mond da drüben. Ursula Rücks und Friedhelm Selke aus Wunstorf bei Hannover sind begeisterte Naturgärtner. Ursula möchte heute ihren Giersch retten. Nun guck mal, das wollte ich hier heute machen. Das ist eine gute Idee. Doch, das lohnt sich. Freimachen meine ich jetzt, ne? Ja, natürlich. Du kannst gleich ein bisschen Giersch ernten. Das Immergrün, das hier wuchert, muss raus, damit der Giersch besser wachsen kann. Ein erstaunliches Vorgehen. Denn für die meisten Gärtner ist der nur lästiges Übel. Die anderen Leute haben dann den Wert des Gierschs noch nicht erkannt. Alles ist Unkraut, wovon ich den Wert nicht kenne. Der Giersch ist Ursula so wichtig, dass sie ihn bei Trockenheit sogar schon gegossen hat. Der hat sich gerade entfaltet. Und wenn man das jetzt klein schneidet und in den Salat nimmt, eine Delikatesse. Ich habe da ein Rezept, Spargelsalat mit Erdbeeren und Giersch. Also und dann diese zarten Blätter, einfach lecker, lecker. Wirklich, total gut. Mein Mann ist total begeistert, aber ich sage ja mal, der ist befangen. Der traut sich gar nicht, was anderes zu machen. Ich muss jetzt gerade mal, ach, ich esse das ganz einfach. Vor 15 Jahren fingen die Rücks-Selkes mit ihrer Gartengestaltung an und sind Pioniere. Denn schon damals wollten sie unbedingt etwas für Wildbienen und Hummeln tun und günstige Lebensbedingungen für sie schaffen. Mit nektarreichen, möglichst heimischen Pflanzen. Weil die beiden naturnah gärtnern, fühlen sich auch viele andere Tiere in ihrem Garten wohl. Um ihnen Unterschlupf zu bieten, baut Friedhelm regelmäßig. Für Trockenmauern setzt er am liebsten gebrauchte Materialien ein. Wiederverwertung schont die Umwelt. Auch Pflanzen können in der Nähe der Steine geschützt wachsen. Eine Besonderheit sind diese aufgetürmten Baumstümpfe und Äste. Darunter ist ein Igelhaufen, damit hatte ich angefangen. Zwei Platten übereinander, drumherum ein paar Steine, der Zugang ist von hinten und dann habe ich halt Holz gestapelt. Viel Holz gestapelt. Aus dem Garten hier, deswegen bei Nachbarn gesammelt, wo auch immer was war und inzwischen ist der richtig groß geworden. Insekten freuen sich, Käfer freuen sich, eine Hornisse war auch schon mal da und hat sich Zellulose geholt. Langsam zerfällt es. Und dann kommt halt immer wieder mal ein bisschen was obendrauf. Schatz, ich mache weiterhin in Steinen. Viel Spaß. Ich guck mal eben hier nach den Kräutern. Oh ja, das ist gut. Bei der offenen Pforte Hannover können alle Gartenbesitzer selbst bestimmen, wann ihr Garten geöffnet wird. Ob einmal im Jahr, mehrfach oder auch nach telefonischer Anmeldung. Solch ein Termin steht bei Ursula und Friedhelm an. In 3 Wochen wird eine Frauengruppe kommen. Schon jetzt bereitet Ursula Kleinigkeiten aus der Küche für sie vor. Kochen ist ihre Leidenschaft. Und natürlich geht nichts ohne wilde Kräuter. Sauerampfer liebe ich. Man kann das einfach anstelle von Zitrone verwenden oder wenn man einfach nur mal so ein bisschen kräftigeren Geschmack in so einen Quark haben möchte, 2, 3 von diesen Sauerampferblättern rein. Und das ist einfach wunderbar. Ursula möchte ein neues Kräutersalz ausprobieren. Sonst macht sie das mit getrockneten Kräutern. Jetzt will sie es mit frischen probieren, wie Spitzwegerich oder ihrem geliebten Giersch. Viele ihrer Wildkräuter wachsen nicht von alleine hier, sondern sind bewusst angepflanzt. Denn Ursulas Spezialgebiet ist Selbstversorgung durch essbare Wildpflanzen. Herr Gundermann hat unheimlich viele ätherische Öle, die also
sehr intensiv sind, ganz toll duften. Er schmeckt einfach vorzüglich, wenn man ihn im Pesto verarbeitet oder in einem Salz oder in einer Süßspeise sogar. Nur man sollte natürlich immer dosieren. Also zu viel ist dann manchmal wirklich zu viel. Also das eher sparsam verwenden, aber das muss man einfach ausprobieren. Ne? Essbare Wildpflanzen also nicht jäten, sondern genießen. Die haben durchschnittlich die vierfachen Inhaltsstoffe, wertvollen Inhaltsstoffe wie Kulturpflanzen, weil sie einfach ursprünglich sind, ehrliche Lebensmittel sind in dem Sinne. Und dieses Kräftige dieser Pflanzen können wir für uns Menschen nutzen, wenn wir es aufnehmen. Sogar frische Fichtennadeln sammelt Ursula für ein neues Rezept. Einen Sirup möchte sie daraus für ihre Gartenbesucher kochen, zusammen mit Minze. Ihren Garten voller Wildpflanzen finden manche Besucher einfach nur verunkrautet und planlos. Ursula und Friedhelm wissen aber, dass ihr grünes Reich viele auch zum Nachdenken bringt. Je mehr das kennenlernen, umso mehr werden sich auch auf diesen Naturgedanken stürzen und das für sich mitnehmen. Ich denke, das ist ein langsames Herangehen, das muss sich entwickeln, das muss wachsen. Das war bei uns ja auch so. Wir haben so 2004 mal mit so ein paar splinigen Ideen angefangen. Ja, und jetzt finde ich, leben wir in einem Paradies. Während Ursula Kräuter sammelt, hat Friedhelm angefangen, ein neues Steingartenbeet zu bauen. Es soll möglichst bald fertig werden, um die Gartenbesucher zu inspirieren. Auch hier sollen Stauden wachsen, die Insektennahrung bieten und gut schmecken. Die schweren Sandsteinplatten hat Friedhelm aus dem Steinbruch geholt. Wenn das Arbeit wäre, würde ich es nicht machen. Das ist reines Vergnügen. Und deswegen, wenn es anschließend ordentlich gelungen ist, dann freue ich mich darüber. Und die Pflanzen genauso und die Tiere genauso. Deswegen, da in den Hohlräumen leben genug Spinnen und was für Insekten auch immer. Die tummeln sich da und das ist es. In der Zwischenzeit hat sich Ursula über ihre Kräuter hergemacht. In den Mixer kommen für das Kräutersalz nur die weichen Blätter. Die harten Stiele hat sie entfernt. Jetzt gebe ich das Salz zu den gehackten Kräutern dazu. Und hoffe, dass das gelingt. Also ich habe im Moment vom Gewicht her Kräuter und Salz 1:1. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen Salz dazugeben. Ich hoffe, es wird. Ihre Fichtentriebe hat sie schon aufgekocht. Mit Zitrone, Zucker und Minze will Ursula morgen den Sirup daraus zubereiten. Nebenher muss das Kräutersalz trocknen, das sie vorher noch gemixt hat. In 3 Wochen sollen die Gartengäste beurteilen, wie es schmeckt. Ein ehemaliger Kleingarten in Hannover-Linden. Das Reich von Silvia Niedfeld, einer fürsorglichen Gärtnerin. Ah, hast du den Staunhalter mitgebracht? Ja. Dann können wir gleich mal die Peonie zusammen machen. Allein ist das immer ein bisschen doof. Unterstützung bei der Pfingstrose bekommt Silvia durch ihre Mutter Helga. Ich hatte eine Seite hier schon rangesteckt, aber jetzt nach dem Regen ist sie dann doch mal wieder umgekippt. Die beiden haben für heute Reisepläne geschmiedet. Sie wollen sich einen Garten ansehen, der bei der offenen Pforte mitmacht. Ich freue mich halt total, da einen neuen Garten zu sehen. Und vor allen Dingen soll das auch ein schattiger Garten sein. Und freue mich, dass es richtig schön wird. Ich hatte leider auch mal richtig viel Schatten hier gehabt, aber seit letztem Jahr nicht mehr. Und darum freue ich mich immer, wenn ich auch in den Garten komme, wo viel Schatten ist. Man kriegt immer neue Anregungen und ich dekoriere auch gerne mal so. Und wenn in anderen Gärten auch so Dekos sind, da guckt man sich gerne was ab. Silvia ist seit Kindertagen gartenbegeistert.
Heute reist sie 50 Kilometer, um einen offenen Garten zu besuchen. Für sie kein Thema. Man lernt auch wirklich neue Pflanzen kennen, die man vorher nicht kannte. Also es ist schön. Und vor allen Dingen Gärtner sind alle nette, tolle Leute. Man lernt manchmal wirklich, was heißt manchmal eigentlich immer, wirklich tolle neue Leute kennen. Renn nicht so. Mann. Kommst du nicht hinterher? Nee. Wir müssen mal langsam in eine Hufe kommen, weil ja. Helga, die will nämlich gleich kommen. Na ja, dann müssen wir mal gucken. Ich packe die Sachen zusammen jetzt. Achso, dann packt euch die Pfingstrose noch mit in eine Vase rein. Pack ich da jetzt rein. Ich darf wieder alles. Ach ja, Helga, komm. Mal los. Ja, klar, hi. Hi, meine Süße. Alles gut? Jo. Und bei dir? Helga, grüß dich. Helga, meine Maus. Alles gut? Alles klar? Alles gut. So. Der Letzte macht die Tür zu. So. Und anschnallen. Im Garten von Alexandra Pristin gehen die Vorbereitungen auf ihre Kunstausstellung bei der offenen Pforte in die nächste Runde. Der Bildhauer Stefan Marienfeld möchte seine Objekte aufstellen. Mit ihm und seiner Frau Britta will Alexandra die Standorte festlegen. Alexandra hat feste Vorstellungen, der Künstler auch. Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich einen Einwand geben darf. Weil wir haben so viel Platz hier. Das ist immer, im Museen ist es leider auch immer so, dass die Kuratoren, die arbeiten, Bildhauereien immer ganz nah an die Wand stellen, damit die bloß viel Raum haben für den ganzen, für Leute, die kommen. Hier ist es genauso. Ich stehe hier als Arbeit und man kann mich gar nicht umlaufen. Ich bin ja hier. Von drei Seiten. Aber sie haben so viel Platz. Okay. Geben sie an den Arbeiten Luft, Platz. Also hier wäre ich tatsächlich nicht so einverstanden. Okay, dann sprechen wir noch, vielleicht haben Sie einen anderen Platz. Allerdings, man muss... Selbst hier wäre schön. Also, weil es ist ja. Aber hier geht es noch. Nur als Idee halt. Genau, hier geht es noch, weil wir das Problem haben, ich habe einen großen, schweren Trecker, Rasenmäher, der Raum braucht, um den Rasen zu mähen. Ja. Also ich kann nicht in engen Situationen etwas auf den Rasen stellen. Okay. Aber hier ist gerade eine Situation, die gehen würde. Vielleicht einen kleinen Trecker für die Kunst. Seine Skulpturen stellt Stefan Marienfeld auch außerhalb von Deutschland aus. Zum Beispiel in Venedig auf der Biennale, in Amsterdam oder den USA. Die Möglichkeiten in Alexandras weitläufigem Garten beflügeln den Künstler bei der Standortsuche. Ja, dieses große Objekt dahinter, stört Sie das nicht? Was machen wir? Nehmen wir weg. Das geht wiederum nicht. Nein, das stört. Wieso sollte mich das stören? Farblich bin ich ganz anders. Von der Gestaltung her, von der Form her, ich bin rund, es ist eckig. Ja, ja, nein, das ist einfach perfekt. Wir tun uns nichts. Also wir eigentlich letzten Endes ist es so, dass wir eigentlich miteinander eher spielen. Und was halten Sie davon, wenn man die Blow-up nicht zentral in die Mitte stellt, sondern eben so an dieser Stelle ungefähr? Ja, kein Thema. So, also wir möchten gerne, so dass es da halt so, dass wenn man von dort kommt, ja, dass dann Sie doch mal da stehen. Ich, ja? Mir das mal ich bin Blow-up. Aber ich kann 2,20 Meter nicht imitieren. Das ist ja nur die Frage, was ist unten? Der Künstler weiß das, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Und der ist ja anwesend. Ja, das sieht super aus. Das freut mich jetzt wirklich ganz besonders, dass es geklappt hat und dass dieses Dislike hier hängt. Toll. Ich habe mal. Ihr habt den Trommelwirbel vergessen. Ach so, ja, stimmt. Voilà.
Mit der Skulptur Blow Up hat Alexandra ihr Zwischenziel erreicht und wartet schon auf die Reaktionen ihrer Besucher. Dass sie eben genauso begeistert werden wie ich. Und der Himmel spiegelt sich. Man sieht die Wolken auf dem Blau. Also es ist ein Doppelhimmel, Doppelblau. Schön. Müssen wir vorne rein. Silvia Niedfeld hat mit Freundin und Mutter ihr Gartenziel nördlich von Hannover erreicht. Ah, hier ist auch offene Pforte. War richtig. Ja. Ja. Die Wurzeln haben ältere Rechte. Achten Sie auf Ihre Füße. Ja, ja, dann denkt dran. Das ist ja was von mir. Oh, hier das Haus. Sehr schön. Das gefällt mir. Die offene Pforte Hannover schließt auch Gärten um Hannover mit ein. Dieser in Essel in der Heide ist seit Jahren ein beliebtes Ziel unter Gartenfreunden. Silvia wollte schon lange hierher. Ja. Das ist echt klasse. Oh, hier auch. Das ist ja auch toll. Da musst du noch ein paar Blätter anbauen. Ja, oder ich brauche noch ein Gartenhäuschen. Ja. Und die ist natürlich hier ideal, die Hortensien. So hoch werden die bei mir nicht, ne? Also ich finde das richtig klasse. Ja, aber andere machen das halt immer weg, weil die wollen kein Moos haben. Aber guck mal, wie toll das aussieht. Das ist der Boden, das ist der Waldboden. Ich habe noch nicht den ganzen Garten gesehen, die ersten Beete, das reicht schon, um zu sagen, ist klasse. Also toll, dass man hergekommen ist. Ja, die Konifere, guck dir das an, in diesem Eisengestell, angerostet, hat Wirkung. Ja, vor allen Dingen, man muss echt erstmal diese Ideen haben, ne? Ja. Der Waldgarten Günther ist überwiegend schattig. Eine Stimmung, die Silvia und den beiden Helgas gut gefällt und sie schon bald anspornt. Hör mal, Draht habe ich noch in der Laube, im Schuppen. Die können wir machen bei mir. Und oben diese Dinger, die kann man irgendwie besorgen. Ich habe zwar Zapfen bei mir im Garten, aber so viele Zapfen habe ich dann doch nicht. Die können wir doch sammeln. Unter den Kiefern ist es trocken, eine Herausforderung beim Gärtnern. Der imposante Rhododendron ist da ein besonderer Blickfang. Kann man hier durchgehen? Aber die haben volle Sonne, Silvia. Oh je, ihr kannst so richtig, hier, das ist richtig eine, das ist ja geil. Hier, das ist genial. Komme. Das ist so voll der Hammer. Super. Aber wenn es richtig heiß ist, da kannst du ideal hier sogar noch eine Liege reinstellen. Schön. Ist das genial? Hast du dein absolutes. Ja, super. Aber wie gesagt, der Boden ist ganz. An einem Tag wie heute kommen rund 150 Besucher hierher. Der Garten gehört Rolf und Ingrid Günther. Sie sind schon seit 20 Jahren bei der offenen Pforte dabei. Silvia hat die Gartenbesitzerin vor kurzem kennengelernt. Ausnahmsweise. Ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mensch, finde ich super. Hi. Und? Alles gut hergefunden und der Garten. Alles super ist geklappt. Gut? Ja, ich bin gerade geflasht von dem Garten. Ja. Der ist so toll und wirklich so viele kreative Ideen. Also so ein Traumgarten. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Meine Mutter, meine Freundin Helga. Ach du, Helga. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, aber ist der hier traumhaft. Ja? Ja, sehr schön. Ja, sehr ungewöhnlich unter diesen großen Bäumen. Ja. Ist ja schwierig, aber machbar, würde ich sagen. Zum Beispiel mit diesen ungewöhnlich niedrigen Kletterhortensien. Ich schneide, das wird hier alles geschnitten, damit sie flach bleiben. Ja. Ja. Die sollen auch nicht den Baum hoch, das will ich auch nicht. Hm. Ne? Hier nur die Klematis. Wenn die blüht, hat sie genau die Farbe von dem Stuhl. Hm. Die ist in lila. Hat es natürlich schwer. Ja, ja. Die hat es schwer. Meine Pflanzen haben es alle schwer. Ich auch. Schließlich muss hier viel gegossen werden. In heißen Sommern mehrmals täglich. Aber mit Erfolg. Oh, was ist das denn? Lärchensporen und siehst. Ich glaube, das ist der Lärchensporen. Oh, hier muss mal, der riecht so doll. Der das riecht, ist er. Ja. Oh ja, toll.
Aber dann hier wirklich in der Kombination mit dem Zies, das sieht ja echt super aus. Ja, farblich wunderbar. Fast 2 Stunden lang genießen die Frauen ihren Gartenausflug und sammeln Eindrücke für den eigenen Garten. Auf alle Fälle, dass die Pflanzung mit dem Lärchensporn und dem großblumigen Zies, die Farbkombination, das ist wirklich Wahnsinn. Und den Lärchensporn habe ich ja auch schon. Und doch so ein paar Sachen da mit der Kletterhortensie auch und so ein paar andere Deko-Ideen. Doch, da ist schon was im Wabern. So viel steht schon fest. Noch in diesem Sommer will Silvia eines dieser Projekte in ihrem Garten in Angriff nehmen. Sommer im Naturgarten von Ursula Rücks und Friedhelm Selke in Wunstorf. Jetzt im Juni blühen Wildarten wie dieser Natternkopf. Früher war hier rund um Ursulas Elternhaus nichts weiter als eine Schafsweide. Manchmal sind die beiden selbst erstaunt darüber, was im Laufe der Zeit daraus geworden ist. Friedhelm ist mit seinem Projekt vorangekommen. Einige der vielen Steine stammen aus Niedersachsen, andere aus entfernteren Ländern. Die Wildpflanzen, die Ursula ausgesucht hat, sind natürlich essbar. Eine Schnittlauchart zum Beispiel oder diese Bergminze, die Ursula für Tee verwendet. Die Stauden machen das Ganze komplett. Nur gut, denn morgen kommen die Gartengäste. Man hat ja irgendwo ein Ziel. Wir erstens wollen mal was präsentieren. Und zum anderen gibt es tatsächlich Leute, die sagen, wir kommen nächstes Jahr wieder, weil wir wissen wollen, ob sich irgendwas verändert hat. Und zum anderen, für uns ist es auch schön, dann wird mal wieder ein Stück fertig. Ne? Das ist, ja, ist schon so. Wenn der hier liegt, siehst du so rum, dann fühlt er sich wohl. Ja, da merkt man genau. Vielleicht soll ich den noch mal ein bisschen anheben? Nee, der muss da drunter. Diese Pflanzen brauchen nur wenig Wasser. Ein Vorteil, falls der Sommer wieder mal trocken wird. Ich habe hier einfach diese Spinnwebwurz vor einigen Jahren nur auf den Stein gelegt und schon ist sie angewachsen. Blühen wunderschön für die Wildbienen da und ich finde es einfach toll. Das sind übrigens auch Steine, die wir mal in Frankreich gefunden haben. Aber die sind auch essbar, ne? Die Steine aber nicht. Oh, nein, natürlich nicht, Ritter. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Weiß ja jeder, ne? Aber naja, du musst natürlich... Wieder das letzte Wort. Nur noch eine Nacht. Dann kommt die angekündigte Frauengruppe in Ursulas und Friedhelms Garten. Die Vorfreude steigt. Aber am nächsten Vormittag verdrehte Welt. Für die Pflanzen ist der Sommerregen perfekt. Für einen Gartenbesuch weniger. So hat sich Ursula das Ganze jedenfalls nicht vorgestellt. Eigentlich sollte die Verkostung nach dem Gartenrundgang passieren und draußen. Aber so gibt's eben schon jetzt das Kräutersalz. Als fein gemahlenes Granulat, unter anderem aus Gundermann und Giersch. Die Hälfte ist eben Salz, die andere Hälfte sind Kräuter. Und von daher nimmt man nicht so viel Salz, wie man sonst nehmen würde, wenn man sich irgendwie Salz aufs Brot streut. Und trotzdem hat man eine Würzkraft. Das ist ganz wichtig für die Menschen, die halt aufgrund von irgendwelchen Herz- oder Kreislauferkrankungen möglichst kein Salz oder wenig Salz nehmen sollen. Ne? Einige der Frauen kennt Ursula persönlich. Andere lernt sie heute erst kennen. Wie die Reaktionen ihrer Gäste ausfallen, weiß sie vorher nie. Also es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich esse normalerweise nur das ganz normale Streusalz aus dem Discounter. Und also diese Kräuternote war ganz toll. Und am meisten bewundere ich wirklich, dass man das Giersch, worüber ich mich bisher nur ärgere, auch Tatsache zu was Nützlichem umfunktionieren kann. Ja, ich kenne Kräutersalz auch, weil ich das eigentlich bevorzuge. Und das hat aber nochmal einen ganz anderen Geschmack, weil es ein ganz anderes Kraut war, als das, was in meinem Kräutersalz ist. War schon interessant. Nach Salz kommt Durst. Dagegen setzt Ursula einen selbstgemachten Früchtetee. Und weil etwas Süßes immer geht, reicht sie den Frauen auch noch ihren Fichtennadelsirup mit Minze. Auch der ist schneller verputzt, als man Wildkräuter sagen kann. Danach hat jede Besucherin noch einen Wunsch.
Dann schicken wir doch mal das Rezept. Ja, genau, die Rezepte, die Rezepte kann ich euch schicken. Das ist gar kein Problem. Ja, wunderbar. Das war schon mal erfolgreich. Und so soll es auch im Garten weitergehen. Der Regen hat sich verzogen. Und Ursula kommt endlich dazu, ihre Wildkräuter vorzustellen. Zum Beispiel einen ihrer Favoriten, den Löwenzahn. Schmeckt total gut. Und wenn man es jetzt im Salat hat mit Dressing, dann geht das Bittere auch total weg. Ne? Weil bei Kartoffeln zum Beispiel, die fangen das vollkommen auf. Mein Mann weiß das zu schätzen, der isst es total gerne. Malven sind total mild, also man kann die im Smoothie verwerten, man kann die Blätter in Salat nehmen, man kann es mitkochen. Blüten sind total schön für Dekozwecke, ne? Oder eben auch für Teezwecke, die kann man trocknen, die behalten auch die rosane Farbe. Und wenn ich so Teemischungen mache, dann nehme ich ganz gern einfach so ein paar getrocknete Blüten dabei. Ursulas ungewöhnlicher Garten berührt ihre Gäste. Ich finde den schön. Richtig schön. Also es ist überall, irgendwas blüht immer, irgendwo gibt es was zu gucken, irgendwo sind Pflanzen, die da nicht hingehören, wenn man sortieren würde, aber toll. Am neuen Steingarten erklärt Ursula, dass ihre Pflanzen immer auch Nahrung für Insekten bieten sollen, wie diese Gänsekratzdistel. Die haben wir mal angepflanzt. Vor vielen Jahren ist das Thema essbare Wildpflanzen für uns noch gar nicht aktuell war. Und zwar, weil sie halt sehr wildbienenfreundlich ist. Und Friedhelm hat die gekauft. Ich denke mal, was Disteln kauft der? Das war also früher, weil ich ja auch aus der Landwirtschaft komme. Ursprünglich irgendwo waren Disteln total unbeliebt und verpönt. Heute weiß Ursula aber, dass diese Disteln essbar sind und damit für sie genau richtig. Wenn ich denn dazu komme, dann nehme ich auch hier oben diese kleinen Blütenköpfe. Ne? Die kann man also so essen, sind leicht bitter. In Salat oder wie auch immer oder angeschmort. Wem es zu bitter ist, der nimmt dann einfach Möhren dazu. Der süße Möhrengeschmack, der mildert dann das Bittere. Ne? Nach der Führung lassen die Frauen alles erst einmal sacken. Und schon wandern die Gedanken in den eigenen Garten. Ich werde einen Teil mal abteilen. Und das bienenfreundlich und nachhaltig gestalten. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Also ein bisschen habe ich schon angefangen, aber es fehlt noch was. Und da gibt mir Ursula doch eine ganze Menge Anregungen. Das ist schon toll. An einigen Stellen könnte ich mir durchaus vorstellen, halt auch ein paar nette Pflanzen zu haben. Und vor allem auch Pflanzen, die ich bisher rausgerissen habe, weil ich gesagt habe, es ist Unkraut. Da habe ich jetzt halt gesehen, wenn man die wachsen lässt, dann sehen sie wirklich schön aus. Und sie sind ja auch nützlich für Bienen. Selber zum Essen oder was auch immer. Ich mache das auch so in meinem Garten. Ich lasse also die Gänseblümchen und das Habichtskraut dann eben wachsen. Ich mähe eben nicht alle 2 Wochen, sondern alle 3,5 Wochen den Rasen. Da wächst also ziemlich viel und das ist halt schön für die Bienen. Super, natürlich. Deswegen, wenn unsere Idee, deswegen den Garten ein bisschen natürlicher zu gestalten, wenn das andere Leute übernehmen. Und Susanne macht das. Deswegen, das begeistert uns. Ja. Das ist richtig gut. Hat ganz viel Spaß gemacht. Die waren so neugierig und interessiert. Und ja, es ist natürlich viel vorzubereiten. Und an viele Dinge muss ich denken. Und ja, mich mit meinem lieben Mann auch abstimmen, was natürlich auch wichtig ist. Ne? Und, aber trotz alledem, letztendlich ja, bin ich wirklich zufrieden. Kann gut schlafen, bestimmt. Die offene Pforte in Nachbars Garten. Die Aktion Offener Garten oder Über Zäune schauen. Im gesamten Norden gibt es viele unterschiedliche Zusammenschlüsse von Menschen, die ihre Gärten anderen zeigen möchten. Aber woher kommt eigentlich diese Bewegung, die jedes Jahr Tausende mobilisiert und in fremde Gärten reisen lässt? Wer hat damit angefangen? Hier leben die Initiatoren dieser Gartenbewegung, die Menschen überall in Deutschland begeistert. Die beiden Gärtnern an diesem außergewöhnlichen Ort in Hannover-Oberricklingen. Es ist das Grüne Reich von Gesa Klafke-Lopsin und ihrem Mann Kaspar Klafke. Okay,
Das ist ja doch eher etwas für jemanden, der so richtig groß ist. Ja, genau. Aber dieses könnte man auch noch mal ein bisschen festmachen hier. Die beiden sind über 80 Jahre alt. Pläne für ihren Garten haben sie immer noch. Ich hätte gerne hier so ein richtiges Dach, so ein geschlossenes Dach. Und das kann man aber mit der Brombeere nicht erzeugen, sondern nur mit der Rose, weil die ja immer wieder zurückgeschnitten werden, damit sie tragen. Also wir haben ja unterschiedliche Gartenteile hier und in diesem Gartenteil wollen wir eben diese Beschattung durch Ranggewächse haben. Und dadurch können dann auch unten hier Stauden wachsen, die nicht so viel Sonne vertragen können. So wie diese Farne zum Beispiel. Und auch die großen Funkien wachsen unter den Rosenranken besonders gut. Die Klafkes gärtnern hier seit rund 20 Jahren. Ein ungewöhnlicher Ort, denn ihr Garten und Wohnhaus waren früher eine Gärtnerei. Wo es heute blüht, gab es noch mehr Glashäuser und Produktionsflächen. Die praktischen Tauchbecken haben die Klafkes einfach in Betrieb gelassen. Kaspar Klafke war Leiter des Grünflächenamtes in Hannover. Nach der Pensionierung wollten seine Frau und er nicht kürzer treten, sondern genau das Gegenteil davon tun. Naja, das war früher hier eine Friedhofsgärtnerei der Stadt. Und es gab 4 Gewächshäuser, die parallel nebeneinander standen. Und wir haben von diesen 4 Gewächshäusern 3 abgebaut. Wir stehen hier jetzt in einem dieser abgebauten Gewächshäuser. Und in der Struktur dieser ehemaligen Gewächshäuser haben wir verschiedene Gartenteile angelegt. Wir stehen hier in einem Gartenteil, den wir Rot-Blau-Gelb-Garten nennen, weil hier die Pflanzen so ein bisschen auch nach Farben sortiert sind. Hört sich leicht an, war aber mit extrem viel Arbeit verbunden. Schließlich gab es hier nur Betonflächen. Die Klafkes haben hinter ihrem Haus sogar einen Nutzgarten angelegt. Um Vorratshaltung geht es den beiden aber nicht, bloß kein langwieriges Einkochen. Frisches Gemüse wollen sie genießen, das sie direkt aus dem Garten holen können. Die alte Gärtnerei ist ein besonderer Garten. Wie geschaffen, um andere hierher einzuladen. Und das haben die beiden Klafkes auch immer getan. Gesa Klafke-Lopsin war früher Biologielehrerin und ist eine erfahrene Gärtnerin. 2 Pflanzenbegeisterte mit einer überzeugenden Idee. Mein Mann und ich sind jahrelang nach England gefahren, um uns dort die Gärten anzugucken. Und die Engländer haben seit 1924 eine Tradition, ihre Gärten zu öffnen für interessierte Besucher. Und das haben wir wahrgenommen und haben dann gedacht, das müsste in Hannover möglich sein. Bringe ich dir ein bisschen Wasser zum Angießen. Zusammen mit 3 Freunden planten die Klafkes die offene Pforte. Insgesamt 25 private Gärten waren 1991 bei der ersten Veranstaltung dabei. Die Stadt Hannover bekam die Aktion zur 750-Jahr-Feier geschenkt. Gesa war jahrzehntelang die Koordinatorin der offenen Pforte. Das ist uns erst hinterher klar geworden, dass es in Deutschland gar keine offene Pforte gab bis dahin. Und wir haben auch nie gehört, dass jemand gesagt hat, wir machen das aber schon seit 1990 oder noch viel länger. Die offene Pforte war von Anfang an erfolgreich. Jeder Garten, ob groß oder klein, kann mitmachen. Heute gibt es bundesweit unzählige Initiativen dieser Art. Die Stadt Hannover und die Region unterstützen die offene Pforte zum Beispiel durch die Herstellung der Broschüren, in denen die Gartenadressen und Termine stehen. Am Nachmittag bekommen Gesa und Kaspar Besuch. Carola Piepenbrink-Thomas ist die jetzige Koordinatorin der offenen Pforte Hannover. Derzeit machen rund 140 Gärten mit. Die 3 Gartenbegeisterten tauschen sich regelmäßig aus über die Zukunft der offenen Pforte und der Gartenkultur. Oh, hast du deinen Garten umgestaltet? Ja, so weit kommt es noch. Nein, das ist in meiner Nachbarschaft.
Dass immer mehr Menschen Schottergärten anlegen, in denen fast nichts wächst, finden die drei traurig. Aber das gemeinschaftliche Gärtnern, das viele Jüngere gut finden, ist für sie ein Lichtblick. Die jüngeren Leute sind ja heute doch im Allgemeinen sehr viel offener, wenn es darum geht, mit anderen gemeinsam etwas zu machen. Und man muss ja fairerweise immer sagen, dass junge Menschen müssen überhaupt auch in einem Beruf Fuß fassen. Dann wollen sie Familie haben, dann wollen sie aber auch die Welt kennenlernen. Und das ist so viel, dass sich das mit dem Garten nicht immer verträgt. Aber wenn man das mit anderen gemeinsam teilt, dann ist das halt doch möglich. Projekte, bei denen Menschen in der Stadt gemeinschaftlich gärtnern, gibt es in Hannover schon. Zum Beispiel im Stadtteil Linden, im Industriegebiet. Im Platzgarten kann jeder, der Lust hat, Gemüse und Obst kultivieren, zusammen mit anderen. Auch dieser Garten macht mit bei der offenen Pforte. Letu ist seit 3 Jahren dabei. Hier in der Stadt ist es natürlich immer etwas schwieriger, wenn man in einer Wohnung lebt und irgendwie keinen Garten unten hat. So bin ich halt irgendwann auf dieses Projekt gestoßen, weil ich auch so ein bisschen nach so etwas gesucht habe. Es macht mir einfach Spaß, eigenes Gemüse anzupflanzen, auch wenn die Ernte jetzt nicht so groß ist. Also satt macht es auf jeden Fall nicht, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, sich um etwas zu kümmern und auch in der Natur zu sein, mitten in der Stadt. Seit 2014 wird im Platzgarten gegärtnert, im Verein. Monatsbeitrag 1 Euro. Rund 30 Gärtnerinnen und Gärtner gehören zur Gartengruppe. Der Boden ist nur aufgeschüttet, darunter liegt Beton. Anna baut trotzdem Kartoffeln an. Wer mitmachen will, braucht kein Vorwissen. Hier kommt man vorbei und im Idealfall wird gesagt, ach, hier ist noch was frei oder da ein Beet braucht auch noch Unterstützung, weil wir machen das immer in Patenschaften. Das heißt, jedes Beet hat idealerweise mehr Leute, die sich drum kümmern. Und dann wird auch das Gießen und Sonstiges halt einfach dann aufgeteilt. Praktisch, wenn man mal keine Zeit hat oder im Urlaub ist. Der Platzgarten gehört zum Platzprojekt, einem Verein mit rund 200 Mitgliedern. Hier, gleich nebenan, können zumeist junge Leute skaten oder nachhaltige Geschäftsideen verwirklichen. Lukas Brachmann wollte Bienen halten, deswegen kam er zum Platzgarten. Mittlerweile gärtnert er auch. Es ist halt im Grunde eine eigene Gesellschaft, und wo man sich halt trifft, abends auch mal zusammen isst, ein Glas Wein trinkt und auch Freundschaften und soziale Kontakte knüpft. Ne? Und darüber hinaus, sonst hätte ich mir auch einen Kleingarten irgendwie mieten können, bietet es halt viel mehr als einfach nur eine kleine Fläche zum Gärtnern oder für die Bienen. Und das ist mir auch wichtig. Solidarisch sein, nicht meckern, sondern gemeinsam etwas verbessern, das ist hier angesagt. Und geerntet wird auch. Jeder, der mitmacht, darf auch von den Beeten nehmen, die von anderen gepflegt werden. So haben alle von allem etwas. Hui, guck mal, wir können sogar die ersten Tomaten dazu tun. Die erste Tomate, hurra! Und auch das noch. Nicht alles muss immer neu sein. Das Tomatenhaus ist zum Beispiel auch im Grunde aus gebrauchten alten Fenstern zusammengebaut worden. Das Holzgestell haben wir auch geschenkt bekommen. Und dann müssen wir uns jetzt nicht ein teures Gewächshaus kaufen, sondern können halt im Grunde Sachen wiederverwerten, die normalerweise halt entsorgt werden. Nachhaltiges Gärtnern zusammen mit anderen. Darum geht es hier. Brachflächen für die Selbstversorgung nutzen. Ein Konzept fürs städtische Gärtnern der Zukunft. Wer mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen. Aber einmal im Jahr machen die Platzgärtner auch ganz offiziell mit bei der offenen Pforte. Das Schöne an dem offenen Tag ist ja, dass man eigentlich weiß, dass die Leute für den Garten da sind. Das heißt, man fängt die einfach sofort ab und redet drauf los. An anderen Tagen versuche ich zumindest die Leute ein bisschen in Ruhe zu lassen. Die wollen vielleicht erstmal nur gucken und dann, wenn sie interessiert gucken, dann fragt man mal, weißt du, was das hier ist? Darf ich dir was erklären? Möchtest du mitmachen oder nur gucken? Wir sind im Prinzip immer ein offener Garten, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, kann hier mitgegärtnert werden.
Der Garten von Alexandra Pristin in Großmunzel. Morgen ist der Eröffnungstag ihrer Kunstausstellung. Da muss noch einmal letzte Hand angelegt werden. Ihre offene Pforte ist auch eine Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Gartenregion Hannover. Die Pristins erwarten viele Besucher. Hans kümmert sich noch um die Umrandung des neuen Beets. Man setzt sich auch selber so ein bisschen unter Druck, dass das fertig wird. Und wenn die Arbeit dann getan ist und es was geworden ist, freut man sich ja auch darüber. Ne? Also ist ja auch eine gewisse Selbstbelohnung. Zur Perfektion gehört für Alexandra natürlich auch ein gepflegter Rasen. Viel Arbeit dafür, dass die offene Pforte Freizeitvergnügen ist. Das ist kein Stress. Das ist zwar auch keine körperliche Erholung, aber eine geistige Erholung. Und das macht mir extrem viel Spaß. Hannover-Linden. Im grünen Reich der Gartenreisenden Silvia Niedfeld. Nach ihrem Gartenbesuch bei der offenen Pforte hat Silvia sich entschlossen, auch selbst mal wieder die Ärmel hochzukrempeln und kreativ zu werden. Naheliegend für die Tierpflegerin ein Insektenhotel. Die Hölzer stammen aus ihrem eigenen Garten. Nach einem Sturm liegen immer ein paar Äste herum, die Silvia später nutzen kann. Die Idee hat sie aus dem Waldgarten Günther. Die hatten da ja auch diese hohen Bleistifte, einmal mit Tannzapfen gefüllt, das fand ich schon richtig toll. Und dann ja auch diese Kiefernbäume, die abgesägt waren, wo sie die Kletterhortensien dran hatten und auch nochmal diese Metallspitzen drauf. Und ich wollte irgendwie halt auch immer nochmal unbedingt was für Insekten machen und dachte, Mensch, so ein paar Stelen halt und das ein bisschen umgewandelt. Ja, und vor allen Dingen begrünt werden sie auch noch, bei mir allerdings nicht mit Kletterhortensien, sondern mit bunten Efeu. Manchmal übernimmt man Sachen 1:1, aber ganz häufig macht man so Varianten, weil jeder Garten ja doch unterschiedlich ist. Und da muss man mal gucken, wie man das irgendwie mit reinbringen kann. Das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, also darum besucht man auch andere Gärten mit unter anderem, um sich Anregungen zu holen. In Silvias Garten stecken lauter Dekorationen, die auf offene Pforten zurückgehen. Manchmal braucht sie etwas Zeit, bis etwas Neues entsteht. Manchmal nur ein paar Tage. Die Fuchsien zum Beispiel hat sie zuerst in anderen Gärten schön gefunden, später dann auch bei sich. Ihre beiden zusammengelegten ehemaligen Kleingärten pflegt Silvia seit 18 Jahren. Hier gärtnert sie ganz alleine und geht ihren Pflanzenleidenschaften nach. Um ihre Neuerung vorzuführen, hat sich Silvia heute allerdings Besuch eingeladen. Hallo! Alles gut? Ja, bei dir auch? Ja, mein Schatz, alles gut. Hallo. Ach, bei dir blüht alles so schön. Ach, toll, 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 toll. Weißt du noch, wir waren noch im Garten Günther gewesen, habe ich doch gesagt, die Sachen mit den Stelen, ja, das ist eine tolle Idee, ne? Sehr schön. Ich habe das jetzt nur ein bisschen umgewandelt und so Insektenhotels von gemacht. Ja, aber super. Helga wird auch noch zu Silvias Hosta-Sammlung gelotst und bekommt Ableger. Guck mal, er fängt schon an zu blühen. Ja. Siehst du das? Toll. Und lila an der Blüten. Ja, und von der Kleinen kannst du auch noch was haben. Wenn du sagst, nee, magst grün. Unbedingt. Ja. Aber nicht zu viel, denn es soll alles ein bisschen gut aussehen. Das Wetter ist dementsprechend. Mit ihrem eigenen Garten hat Silvia bisher noch nicht bei der offenen Pforte mitgemacht. Aber wer weiß, eines Tages ist es vielleicht soweit. Bis dahin fährt sie weiter auf Gartenreisen. Im kunstvollen Garten von Alexandra und Hans Pristin ist der Tag der Vernissage gekommen.
Die Pforten zu ihrem Garten in Großmunzel sind für jeden geöffnet. Viele packen die Gelegenheit zu einem Garten- und Kunsterlebnis beim Schopf. Ja, toll. Natürlich fehlen auch die Künstler nicht, die bei Alexandra ausstellen. Es freut mich. Uwe Schlohn ist der zweite Bildhauer in Alexandras Garten. Und dann ein bekannter Gartenarchitekt, Joachim Adam. Herr Adam. Ich sage Ihnen mal, das ist eines der schönsten Staudengärten, die Sie haben. Wirklich. Das schmuse ich jetzt nicht Ihnen friedlich vor mich hin, aber das ist wirklich toll. Danke. Das war Herr Adam. Einen offiziellen Teil gibt es auch. Zum Beispiel spricht die Vertreterin der Gartenregion Hannover. Auch Ronald Clark, der Direktor der Herrenhäuser Gärten in Hannover, ist gekommen und führt in die Ausstellung ein. Gefeiert wird der Geist offener Gärten, die Tausenden Freude machen. Natürlich auch der von Alexandra. Sensationell. Ich finde das ganz super arrangiert. Viele bekannte oder heimische Pflanzen, aber auch ein paar Ausreißer. So, oh, was ist denn das? Da muss ich doch mal nachstöbern. Alexandra kann natürlich sofort aufklären. Clonis tuberosa amazone. Wie heißt das auf Deutsch? Ein Brandkraut. Es, also ich habe auch ein Brandkraut. Genau. Das Gelbe ist auch ein Brandkraut und das ist auch ein Brandkraut. Aber aus Amazonien. Nein. Ja, was ich ganz toll finde, ist die Wiese, die einfach mal vor sich hin wachsen darf, voller Blüten mit Gräsern und so. Und ja, das Blütenmeer ist schon toll. Zu Alexandras Freude geht es neben den Pflanzen auch noch um die Kunst. So wie sie hingestellt sind, ne? Nur mit kleinem Ruck, so ein bisschen verschoben, sofort haben sie eine Bedeutung. Sofort sieht man da drin einen Menschen. Dass das merkwürdige Gebilde aus drei Quadern ein menschliches Ansehen bekommt, das ist verblüffend. Ja, eben. Ein schöner Tag voller Erlebnisse und Austausch mit den Gästen. Darum geht es wohl allen, die ihre Gartenpforten öffnen. Auch später im kleinen Kreis ist die offene Pforte für Alexandra noch nicht zu Ende. Ich bin immer noch in dem positiven Stress der Ausstellung, sodass ich noch nicht sagen kann, wie ich mich am Abend fühlen werde. Aber so wie es gelaufen ist, ich glaube, ich werde dann zu meinem Mann sagen, ja, das war's. Es hat alles geklappt, das Wetter hat mitgespielt, ich bin zufrieden.